Heute wollen wir Sie einladen zur Lektüre der CME-zertifizierten Fortbildung zur Therapie mit Blutprodukten von Petros, veröffentlicht aktuell in der Ausgabe 3 der Medizinischen Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin. Blutprodukte werden in der Intensivmedizin oft eingesetzt. Die Evidenz hinsichtlich einer Verbesserung des klinischen Ausgangs ist jedoch meist gering. Der Trigger für eine Erythrozytentransfusion bei nicht blutenden kritisch kranken Patienten ist aktuell ein Hämoglobinwert von 7,0 Gramm pro Deziliter. Vor der Gabe von Thrombozytenkonzentraten müssen die Ursache der Thrombozytopenie, der klinische Zustand und der erwartete Effekt kritisch geprüft werden. Plasma sollte ebenfalls kritisch eingesetzt werden, insbesondere aufgrund der Volumenbelastung. Prothrombinkomplexkonzentrate sind bei Warfarin-Antagonisierung effektiver als Plasma. Albumin wird bei massiver Paracentese sowie bei der Therapie des hepatorenalen Syndroms Typ 1 und der spontanen bakteriellen Peritonitis mit guter Evidenz eingesetzt. Bei schwerer Sepsis und septischem Schock kann Albumin positive Effekte haben. Insgesamt, so der Autor, sollten Blutprodukte restriktiv eingesetzt werden. Die Therapieentscheidung basiert auf einer kritischen Prüfung der Evidenzlage. Dies ist die Zusammenfassung dieses sehr interessanten CME-Beitrags. Weitere Inhalte und die CME-Fragen können Sie dann in der Medizinischen Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin abrufen. Die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse.